Die Karriere, Saison 3, Runde 1, Australien Training. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2017. Auf in die dritte Saison. Wir haben den Wagen zwischen Abu Dhabi und Australien verbessern lassen. Mal gucken, was davon jetzt Früchte getragen hat. Ich merke gerade. Was habe ich mir denn überlegt für Australien für eine KI-Fahrerstufe? Das ist eine gute Frage. Moment, ich habe mir das, glaube ich, notiert. Moment, oh, da bin ich gerade schlecht vorbereitet, aber kriegen wir gleich raus. Er lädt ja noch. 77 war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es war 80. Ich schaue gerade mal nach. Hab mir nämlich nach Abu Dhabi ein Foto gemacht und die Einteilung, die erste vorgenommen. Ja, Australien habe ich erstmal 80 angepeilt. Letzte Saison hatten wir hier auch 80. Allerdings eben mit einem Mischmaschrennen. Es war erst trocken, dann wurde es nass und als es nass wurde, sind wir gründlich abgeschmiert bis hin auf Platz 12. Ja, gründlich abgeschmiert. Carlos Sainz ist 8. geworden. Der hat 4 Punkte geholt. Mal gucken, wie es heute sein wird. Mal gucken, wie das Wetter sein wird. Ja, hätten wir hier alles, dann Wochenendreifenaufteilung. Da hat zuletzt mal vergessen. Hier nochmal kurz geschaut. Gut, nichts groß anders. Dann geht's los. Bin mal gespannt, wo sich der Wagen verbessert hat. Aber das sehen wir dann erst nach T1. Wir wechseln gleich zum Training hier in Melbourne, was mit Sicherheit interessant wird. Es sollten jeden Moment Autos auf der Strecke auftauchen, denn es geht schon bald los. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die Fahrer dieses Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. In der ersten Saison ist Carlos Sainz noch 5-mal wegen der Technik ausgeschieden und in der letzten Saison kein einziges Mal. Spricht doch hoffentlich auch für die Strapazierfähigkeit, aber ich glaube nicht zwingend oder zumindest nicht ausschließlich. Ja, wollte ich noch irgendwas? Ach ja, Carlos Sainz, wenn wir gerade bei Carlos Sainz sind, da war nicht viel in der zweiten Saisonhälfte. Er hat, sehe ich gerade nochmal, nach der Sommerpause. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für das Rennen und die Werkteams. Sie sind also viel wert. Nach der Sommerpause. Carlos Sainz. Schauen wir gleich mal kurz nach. Jetzt gucke ich erstmal eben das Setup. Also ich schaue mal gleich für euch mit nach, falls ihr es nicht mehr so genau in Erinnerung habt. Schaue ich mal eben gleich nach, aber ich lasse das Wetter noch nebenbei mit durchlaufen. Brauche ja auch etwas Zeit. Ups, jetzt habe ich ihn umgeschalten. Naja, also T2 erstmal sonnig, T3 auch kein Regen. Qualifying komplett gut, trocken und das Rennen. Hey! Die letzte Saison komplett ohne komplett nasses Rennen. Das war für mich meine erste. Und jetzt fangen wir gleich mit einem Regenrennen an. Okay, das wird dann das Setup fürs Qualifying natürlich schon beeinflussen. Aber will nochmal T1 wissen. Erstmal trocken. Ja, Carlos Sainz in der zweiten Saisonhälfte hat er in Belgien gepunktet. Platz 7. Dann hat er noch in Singapur gepunktet. Platz 8. Ich schau mal kurz wieder aufs Wetter. 20 Minuten, okay. In Malaysia noch ein Platz 9 und dann USA Platz 7. Ansonsten war's das bei ihm. Okay, das erste Freitraining ist erstmal trocken. 4-mal gepunktet hat er noch. Belgien die 7, Singapur die 8, Malaysia die 9 und die USA die 7. Und die beiden schlechtesten Saisonergebnisse hat er in den letzten beiden Rennen eingefahren. Jeweils Platz 16, zuvor war es Platz 15 Aserbaidschan. Das nochmal dazu. Gut. Ja, gibt's eigentlich gar nicht viel zu sagen. Die haben alle drei funktioniert. Normalerweise 25 Punkte, aber pro abgeschlossene Verbesserung nochmal 10 Ressourcenpunkte obendrauf macht in dem Fall 55.
Erreiche eine Verbesserung der Temporadardaten, erreiche höhere Kurvengeschwindigkeiten und DRS erreiche einen höheren Wert am Temporadar, während du DRS verwendest. Dabei haben wir das DRS gar nicht verbessert, aber wir haben den Heckflügel verbessert. Deswegen dann DRS. Sektor 1, Sektor 2, saubere Runde beständig und Reihe 5 Kurven aneinander. Gut, machen wir alles. Oh, 305 Ressourcenpunkte gibt es zu schnappen. Dann legen wir mal los. Gelbe Reifen, die härtesten, genau. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Also punktemäßig habe ich auf jeden Fall vor, mich zu verbessern. Grundsätzlich ja, aber da wir dieses Jahr komplett mit angepasster KI-Fahrerstufe je nach Strecke fahren, ich finde die Farben gerade sehr schön. Also klar, unser Wagen sehr bunt, dann noch das Grün, das Gelb da von Rolex, schick, fällt mir gerade sehr, auch die Lichtstimmung einfach passend. Ja, aber da wir eben dieses Jahr mit angepasster KI-Fahrerstufe unterwegs sind, werde ich sehr wahrscheinlich nicht die Punktzahl aus der letzten Saison toppen können. Wobei, wenn die KI wieder Aussätze hat, zum Beispiel wie in Kanada, letzte Saison, dann ist da auch wieder was drin. Was ganz Großes. Und da bin ich mal gespannt, wie es, habe ich mir noch nicht angeschaut, wie es da in der, im Leistungsdatenblatt aussieht. Wo wir da im Vergleich zu den anderen Teams stehen. Also Haas dürften wir überholt haben, außer die haben auch richtig nachgelegt. Müssen wir uns nach T1 mal anschauen. Ja, komplett frische Teile jetzt beim freien Training. Die Saison beginnt halt wieder. Irgendwie müssen wir anfangen. Und noch nichts abgenutzt. Hey! Also ich finde es schon mal toll im Vergleich zur letzten Saison, dass wir hier ein komplett nasses Rennen erleben. Kein Mischmaschrennen. Finde ich super. Wird natürlich anspruchsvoll. Mit weniger Grip. Aber macht auch Spaß. Wenn man nicht komplett daneben liegt. Das muss natürlich bei mir zusammenkommen alles. Aber das ist grundsätzlich möglich. Da wir eben letztes Jahr so ein Mischmaschrennen hatten, werde ich die Saison auch wieder mit 80 fahren, weil ich eben noch keine wirkliche Einschätzung habe. Saison 1, allererstes Rennen, KI-Fahrerstufe 72. Nächstes Jahr dann 80, aber eben nicht wirklich repräsentativ gefahren. Wegen des Wetters. Es dürften die 5 Kurven gewesen sein, ja. Ein kurzer Blick rüber, 5 Kurven stand da. Aktuell sind wir sogar auf lila Kurs. Nicht gut angefahren, aber noch in Ordnung. Sehr viel Lila dabei. Nicht gut durchfahren, überhaupt nicht. Dabei ist es eine tolle Kurvenkombination, die man mal abschaffen wollte. Na, zum Glück haben sie es nicht gemacht. Der Albert Park ist auch für mich rundum gelungen. Es gibt hier keine Kurve, die ich kacke finde. Die sind alle toll. Und dabei sind vergleichsweise viele 90 Grad oder annähernd 90 Grad Kurven dabei. Lassen sich aber hier ganz anders fahren. Ja, das dürfte lila sein. Jawohl, ja. Klasse, du hast diese Strecke so gut wie 15 gemeistert. Punkte drüber. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Dann fahren wir den Rest aber auch nochmal voll. So voll es nur geht. Saubere Runde haben wir auch geschafft. Also auf der Strecke geblieben dürfte das sein, ne? Hab's gerade nicht so im Kopf. Das Kriterium dafür dürfte es aber sein. Na, noch nicht gut angefahren. Die Runde ist schon mal nicht so gut wie die letzte. Dritter Gang ist ja Quatsch mit dem Lernauto. Nicht gut runtergeschalten.
Jetzt kommt wieder Lila ins Spiel. Auch noch nicht zufriedenstellend durchfahren, vor allem die Anfahrt war nicht so doll. Noch keinen Teil abgenutzt. Da wir gerade noch auf Standard fahren, würde es mich auch ein klein wenig wundern, wenn wir jetzt schon ein paar Prozente drauf hätten. Das wäre nämlich zu schnell. Nicht gut angefahren. Reicht's für Lila? Ne, 4,50 so nicht. Das ist großartig. Du scheinst bei dir 4,85 bleibt mir stehen. Nicht gut angefahren. Oh, ja. Hat man dann folgend gemerkt. Aber immerhin alles Lila. In der letzten Runde hatten wir den ersten Punkt grün. Da hab ich mich verbremst. Schmutzige Linse, auf der Strecke ist gerade niemand. Sehr schmutzige Reifen, sehr schmutzige Linse unterhalb des Mittelpunkts. Auf den Reifen kann man noch gut Dreck erkennen. Wann habe ich denn zuletzt mal die Streckenakklimatisierung im ersten Anlauf auf Lila geschafft? Dürfte auf jeden Fall schon länger her sein. Wenn ich jetzt auf Mager schalten würde, würde am ehesten Energiespeicher was abbekommen. Den Energiespeicher haben wir jetzt zu Beginn. Ah, MGUH. Das erste Prozent. Der hat ja vergleichsweise viel abbekommen. Beim Saisonstart Saison 2. Jetzt kommt die Sonne wieder sehr schön raus. Sehr weit rausgekommen. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Lila. Wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Und der Gang ist auch Quatsch. Minimaler Rückstand auf die Bestzeit. Hier können wir noch im dritten durchfahren. Auf jeden Fall mit leerem Auto und dann auf das Heck aufpassen. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Gut. Ah, die Kurve wird im Rennen was werden. Die Niki Lauda-Kurve. Da Vollgas wird schwierig werden. Könnte schwierig werden. Da will man im Grunde gar kein Nicht-Vollgas geben. Aber man ist gewissermaßen gezwungen. Der Spritstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von zwei Runden an die Box. Komm diese also ich werde auf jeden Fall, klar, in dieser Runde. Das Übliche, den Abtrieb vorne wie hinten erhöhen und die Fahrzeughöhe noch ändern. Das, was man halt einfach in erster Linie bei einer Veränderung von trocken zu nass einfach ändert. Reifen nochmal qualmen gelassen. MGUK, Energiespeicher und das Getriebe haben bisher am wenigsten weg. Das Getriebe ist auch am besten ausgebaut, deswegen, ja. Nico Rosberg. Billy Monga, ja, jetzt wo ich es wieder höre, ich habe mal nachgeschaut nach einem Aserbaidschan-Rennen. Das ist ein junger Nachwuchsfahrer, der bei einem Unfall beide Beine verloren hat. Wusstet ihr vielleicht schon, aber finde ich eine nette Sache, dass Codemasters gewissermaßen so an ihn denkt. Also er will wieder weiter Rennen fahren. Man denke da an Zanardi. Also beide Unterschenkel verloren, das hat. Aber der gibt nicht auf, der Junge. Billy Monga. Perfetto. Simulation unterzogen. Uns stehen noch mehrere Sessions zur Verfügung. Schon 40 hat. Also noch nicht.
aber irgendwann sollten wir uns für ein Reifenabnutzungsprogramm Zeit nehmen. Sektor 1, 2 und beständig noch. Jetzt, wo ich das Wetter kenne, werde ich schon mal mit angepasstem Setup fahren. Ich werde einfach mal etwas probieren. Aber da wird es nicht so viel zu probieren geben. Leicht nass, denke ich mal auf 9,6. Und Fahrzeughöhe. Ja, ist mir eigentlich zu hoch. Bleiben wir mal bei 6,8. Genau. Und dann Reifenmanagement. Die angefahrenen Reifen, genau. Alles bereit. Hätte auch jetzt wieder die roten nehmen können, aber ich mag die Reifenfarbe gerade so. Gelb ist auch eine schöne Farbe. Aber nichts geht über Rot. Wirklich echt schönes Farbspiel in Australien. Auf der Strecke ist was. Ein Orangen, aber schon roter sagen. Ja, Baller. Wetterbericht. Es wird wieder dunkler. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, okay. Also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Das erklärt einiges. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Ich finde die Blümchen auf den Wiesen immer so toll. Und auch, ich finde halt Australien allgemein sehr toll. Ist zwar eher ein Stadtkurs, den ich gar nicht so sehe, aber wie viele Kiesbetten es hier noch gibt und was für große Auslaufzonen im Vergleich zu anderen Strecken. Aber vor allen Dingen eben, wie viel Wiese und wie viel Kies hier neben der Strecke noch ist. Das finde ich einfach herrlich. Auch wenn mir hier etwas Kies fehlt, das ganze Stück da. Gut, warum man hier asphaltieren muss, naja, links ist immerhin viel Kies. Aber Australien ist eine der Strecken, die noch am meisten Kies haben. Und vor allem eben direkt neben dem Randstein, na gut, etwas Teppich noch, aber dann direkt Wiese. Meinetwegen sofort neben dem Randstein Wiese. Ich kein Problem mit. Aber schaut mal, wie wenig Parkplätze es hier gibt. Und das ist halt auch der Albert Park, eine Grünstelle. Aber in der heutigen Zeit der Formel 1 schon wirklich eine Seltenheit, was schade ist, wie ich finde. Macht die Strecke auch anspruchsvoll. Mit so viel Wiese und Kies neben der Strecke. Das war schon immer viel Parkplatz. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Na, die Runde wird es nicht werden, glaube ich nicht. Wobei, sieht gerade gut grün aus mit den Reifen über die Zeit. Die wird immer schlechter. Da wir gerade alle Teile frisch haben, werde ich doch mal wieder die Abnutzung einblenden, damit man erkennt, wo dann auch die Schwachstelle ist. Die MGUH also weiterhin. Hat jetzt schon 2%. Ein Haas hinter uns, den muss ich jetzt hinten anstellen, weil die nächste Runde muss auf jeden Fall schnell werden. Das war jetzt schon besser angefahren. Die letzten zwei Kurven. Nur 1,4 Sekunden Rückstand, da habe ich nochmal ordentlich aufgeholt. Das Tempo hochschrauben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir werden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen. Reifen grün, minimaler Rückstand. Passt. Na
komm etwas weiter außen. Anderthalb Zehntel Rückstand, gut im grünen Bereich bei den Reifen. Reifen noch grüner geworden. Zeit knappes Zehntel Rückstand. Weit weniger. Deutlich besser als letzte Runde. Jetzt Reifen fast lila. Anderthalb Zehntel Rückstand. Im letzten Sektor habe ich vorhin echt viel gut gemacht. In der letzten Runde. Hier kann man vier Reifen sparen. Noch grün. Zeit wieder rot geworden. Wird etwas rot ausgebaut. Ne, ich mach links zu. So, mal ranhalten. Aber auf die Reifen war gut, gerade lila. Weniger achten. Kann es mit der Zeit noch was werden, in der letzten Kurve? Reifen habe ich noch genug. Ne, wird nichts, schade. Ne, mach ich nicht. Nicht auf Reifen, ne. Wenn wir das Tempo etwas anziehen, die Reifen waren auf jeden Fall vorhanden gegen Ende der Runde. Da spare ich vor allen Dingen Reifen im letzten Sektor. Komm wieder zweiter außen. Reifen gut in der Mitte, aber etwas schlechter als letzte Runde. Vollkommen in Ordnung. Nachdem ich so viel Reifen am Ende der letzten Runde über hatte. Zwei Zehntel Vorlauf. Gut durchgekommen, vor allem eben Reifen schonend und habe ich schnell vier Zehntel Vorlauf. Auch im Verhältnis Reifen schonend und schnell sehr gut durchgekommen. Reifen fast lila, sechs Zehntel fast Vorsprung. Etwas die Kurve verpasst, etwas den Scheitel verpasst. Reifen gut lila. Also wie man die geraden Steine hier in Australien nutzt, ist einfach perfekt. Nur ganz leicht anfahren, dass die Reifen gerade so drauf passen, aber eben nicht mehr. Macht richtig Spaß. Eine richtig coole Strecke. Einfach eine Strecke mit richtig viel Charakter. Und eben anspruchsvoll. Mag ich. Früher war der Saisonstart ein absolutes Highlight für mich. Der Albert Park und dann eben Malaysia. Zwei hervorragende Strecken. Mittlerweile wurden sie getrennt und mittlerweile ist Malaysia praktisch ausgeschieden. Wir erleben es ja in diesem Spiel zum vorerst letzten Mal. Dieses Wunderwerk an Strecke, sag ich einfach mal, weil es wirklich toll. Hat zwar wieder etwas mehr Auslaufzonen, ist aber auch generell ein ganz anderes, hat ein ganz anderes Format an Strecke, ganz anderes Layout. Noch viel, viel mehr Plätze, ist hier vor allem verdammt breit, also da kann man auch richtig viel machen an Manövern, Linien fahren, bei so einer breiten Strecke. So breit wie Malaysia allgemein ist, ist das Ende der langen Geraden in Indien. So breit. Könnt ihr euch noch an Indien erinnern? Diese extrem breite Kurve nach der langen Geraden? Wo du auch so viele Linien hattest? Ach, Indien. Immer noch schade, dass die Strecke raus ist. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Wird sich auch Sebastian Vettel denken, denn der ist der einzige Fahrer, der da gewonnen hat in den paar Jahren. 1:30.0 aktuell. Vor Stroll hinter Alonso. Die MGUH ist Spitzenreiter. Fernando Alonso. Ach ja, Alonso. Mit dem haben wir auch schon hier Erfahrung. Die erste Saison ganz klar. Das Duell gegen ihn wirklich toll. Dann ist er ausgeschieden und uns da geholfen. Und in der zweiten Saison war er auch vor uns. War aber eindeutiger als in der ersten Saison. Rookie Lance Stroll,
Rookie Lance Stroll. Ich werde dann nichts weiteres fahren, dann kann ich jetzt schon mal die Routen ausprobieren. Wir geben ja zwei Reifensätze ab. Fertig. Na, jetzt habe ich nicht bei den Teams gesehen, wie viele Punkte wir da schon haben. Aber die Sektoren kommen ja eh am Ende. Dann fahren wir jetzt noch das Benzin sparen und dann schauen wir mal an, wo wir stehen. Ich weiß auch nicht, ob Chris sich gemeldet hat nach dem Abu Dhabi-Rennen, denn ich habe dann die Kopfhörer abgenommen und habe dann so lange immer die grüne Taste gedrückt, also in dem Fall A auf dem Lenkrad, bis ich dann da angekommen bin. Ich muss ja, um in das freie Training von Australien zu kommen, muss ich ja das X drücken, also die blaue Taste. Insofern habe ich einfach, solange es geht, A gedrückt. Wir hatten ja schon das Angebot für Toro Rosso bestätigt. Insofern konnte da auch nichts kommen. Wenn er uns gefragt hätte, möchtest du 10.000 Ressourcenpunkte auf die Hand bekommen? Wenn ja, dann drücke Rot die Ablehnungsfarbe zum Annehmen und Grün zum Nö sagen. Und dann Grün. Oder wir möchten dir 10.000 Ressourcenpunkte schenken. Wenn du dieses Angebot ablehnen möchtest, dann akzeptier das bitte mit der Grün-Taste. Und ich soll drück, ohne hinzugucken, abgelehnt. Aber warum sollte man uns 10.000 Ressourcenpunkte auf einmal schenken? Wir haben ja erst bekommen. Für den Saisonabschluss. So, Benzinspender. So, lupfen. Und aufmachen hier, die Abnutzung. Aus der Box kommt wer, aber wir haben hinter noch uns. Benzin für etwa 4 Runden. Zugrangschnitt mitgenommen, hätte ich da die Kurve schneller durchgefahren, hätte es mir den Wagen wieder umgerissen. Ich muss hier noch mehr lupfen. Ups, ein dritter Gang. Nicht mit der Anfahrt, nicht mit dem Tempo. Ist halt ungewohnt, da reinzulupfen. Womöglich werde ich jetzt, ohne zu wissen, wo wir genau wie gut dastehen, werde ich demnächst... Ja, ich muss mehr lupfen. Werde ich demnächst einfach mal für das Chassis sparen. Ich bin irgendwie auf die Reifennutzung erpicht. Werde ich da einfach mal Punkte sparen und dann vielleicht 2 Stufen Ressourcenpunkte, Abteilungseffizienz auszubauen. Und um dann auch gleich zu investieren beim Chassis. Also könnte sein, dass wir erstmal wieder 2000 Ressourcenpunkte anhäufen, ehe wir die nächste Verbesserung angehen. 1,2 Sekunden Rückstand und die Reifen, der Tank plus grün. Die Runde war es also nicht. Im zweiten Außen. Aus der Box kommt niemand. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Deutlich mehr Benzin gespart, ein knappes 10 Rückstand. Zwei 10 Rückstand. Sehr gut bisher Benzin gespart. Wieder zu weit außen, dann werden wir wieder gefangen. Jetzt wieder Benzin verloren und Zeit sowieso. Toll. Jetzt wieder Benzin gespart. Zeit plus minus 0. Na, doch etwas verloren. Fast lila beim Tank, aber ich muss noch ordentlich Zeit gewinnen. Nach der übernächsten oder vor der übernächsten Rechtskurve werde ich nochmal größer lupfen. Wobei, 4 lupfen muss ich gar nicht mehr. Ich muss noch 4 Zehntel gewinnen. Und Benzin ist gerade doch etwas weiter weg von lila.
nicht gut, Zeit verloren. Benzin, ja, lila. Bringt mir bloß nichts, wenn die Zeit nicht stimmt. Nee, Zeit wird nicht mehr. Okay, letzter Versuch. Die Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern. Etwas langsamer als letzte Runde. Dritten Gang durchgezogen, grüne Zeit eingefahren. Tank gut, Zeit auch. Tank fast lila. Zeit aber zu rot. Gefällt mir nicht. Zwei Zehntel Rückstand. Ich sollte eher grün anvisieren. Ich muss jetzt schnell fahren im letzten Sektor, sonst kriege ich nicht mal grün hin. Schnell fahren ist gut, so nicht. Dann fahre ich ins Grüne. Viertelsekunde noch Rückstand. Mann, Mann. Zeit in. Ne, kann ich vergessen, wird rot. Schade. So einfach die Streckenakklimatisierung war, so schwierig war das jetzt für mich. Gut, dann schauen wir uns gleich mal an, was wir leistungstechnisch für Fortschritte gemacht haben. Wieder ein Tick zu weit außen, also mit einem schweren Wagen kann ich den dritten Gang auf jeden Fall vergessen, vor allem im Regen. Status Teamkollege. Carlos ist jetzt auf P9. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 28,4. 1,6 Sekunden vor uns. Jetzt habe ich 5 Zehntel rausgeholt. Dabei bin ich noch gar nicht so schnell. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Jetzt scheint Sainz schon auf den Roten unterwegs. Ich weiß es nicht. Aber ich würde mit der Runde erstmal etwas näher an seine Zeit rankommen, wenn ich die denn voll fahren würde. Na, oh, auf den Punkt gebracht, schön. Vor allen Dingen eben mal gespannt auf die Abstände zwischen den jeweiligen Teams. Das fand ich auch sehr interessant am Ende der letzten Saison in Abu Dhabi, als ich nochmal geschaut habe, ja, wie sieht's aus? Saisonstart, der Vergleich beim Leistungsdatenblatt eben zum Saisonende, was sich da getan hat bei den einzelnen Teams. Sauber und Red Bull waren ja da etwas hervorstechend. Schade, schade, gescheitert. Hier fehlen noch 10 Punkte, nur noch Sektor 1 und 2. Okay. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Raikkonen, Vettel und Valtteri Bottas. Ein interessantes, freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. So. F und E. Der Verlauf. Haas war die ganze Zeit um uns herum, die ganze Saison über. Mal sind die ein Stück nach vorne, dann sind wir wieder genau das Stück ran, dann sind die wieder ein Stück nach vorne und wieder ran. Kopf an Kopf rennen.
Dickfettpunkte eingestrichen. Und wir liegen vor Haas. Gut vor Haas. Noch laut Leistungsdatenblatt hinter Williams, aber Williams ist beileibe nicht so gut, wie sie hier dastehen. Und beim Verlauf, wie sieht's da aus? Okay. Also auffallend ist wieder Red Bull. Wir haben einen ordentlichen Satz nach vorne gemacht. Finde toll, dass man hier jetzt nicht gleich auf einmal vor Renault stehen würde. Nicht einmal auf einmal vor Renault steht, laut Leistungsdatenblatt. Das wäre zu einfach. Herr Mercedes, was ist denn los? Ferrari hat einen Schritt gemacht. Mercedes hat als einziges Team geschlafen. Das dürfte dann womöglich eine Saison für Ferrari werden. Aber mal gucken, wie da Mercedes vielleicht noch aufholt. Interessant. Wie sieht's da im Detail aus? Da dürften wir, sage ich jetzt einfach mal, aus der Nase heraus vor Red Bull stehen. Williams weiterhin vor uns. Aber knapp. Wir deutlich vor Red Bull und deutlich vor Haas und deutlich vor Renault. Aber Haas und Renault, die geben sich nicht viel. McLaren Honda. Ja, stellt euch mal vor, wir würden hier ultimativ voranschreiten. Wir wären auf der 1 in Sachen Motor. Motortechnisch Mercedes auf der 1, dann Force India, dann Ferrari. Wir sind echt nicht weit weg, was den Antrieb angeht, von Ferrari. Klar ist die Frage, wie läuft das Gemisch zwischen Benzinverbrauch und Motorleistung? Die beiden Punkte gibt es ja beim Antrieb. Also da sind wir immerhin noch absolute Nummer 1. Na gut, nicht ganz. Auf jeden Fall sehr weit vorne im Vergleich zu den Teams um uns herum. Ausgenommen Williams, aber die haben ja andere Probleme. Dann Chassis, da dürften wir ja weiterhin direkt vor Sauber stehen oder vielleicht sogar schon Letzter sein. Nee, Letzter noch nicht, das dauert auch noch, aber wir sind da deutlich abgeschlagen gegenüber Haas. Deswegen will ich hier mal investieren. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir... Ich muss halt irgendwie planen. Ich kann jetzt nicht einfach... Ich würde ganz gerne bei Toro Rosso weitermachen, die Entwicklung weiter vorantreiben. Deswegen gehe ich erstmal von mehr als 3 Saisons bei Toro Rosso aus, je nachdem, was Ferrari so macht und uns vielleicht unterbreiten will. Da baue ich hier dann erstmal die beiden hier aus. Kostet dann 1750. Und dann hier dann als nächstes 800. 2500. Womöglich ist die aktuelle Überlegung, aber werde ich mir nochmal zu gegebener Zeit durch den Kopf gehen lassen. Und da sind wir aktuell auf der 5. Deutlich hinter Renault, aber vor Force India. Und Williams steht da gewaltig hinter uns. Bei der Aero. Nicht schlecht. Habe ich euch schon gesagt, dass ich den Entwicklungsbaum mag? McLaren auch noch hinter Force India. Gut. Hätten wir uns das angeschaut, dann auf zur T2. Ich habe mir übrigens mal jetzt nach dem Abu Dhabi-Rennen, werdet ihr schon gesehen haben, einfach mal das Bild, was ich nicht als Thumbnail für das Brasilien-Rennen genommen habe, als wir da quer standen. Zusammen mit Hülkenberg habe ich reingenommen. Ich will das nicht vergessen, wie doof ich da war. Das will ich mir gewissermaßen vor Augen halten. Das darf sich nicht nochmal wiederholen, das war doof. Und es sieht irgendwie schön aus, deswegen habe ich es mir einfach jetzt als FOM-Schutz hier reingepackt. Hier wollen wir eigentlich gar nichts machen, deswegen schnell wieder raus. Der Sainz legt gleich los. Und wir fahren die Rennstrategie, das Wichtigste im freien Training. Sainz hat das mit dem Motor auffallen lassen. Ja, bei ihm im Auto wird auch was gemacht. Ja, wir kommen vor ihm raus.
beobachten wir mal weiterhin auf Standard die Abnutzung. Aber bei der Strapazierfähigkeit bin ich gewillt, gar nichts mehr einzusetzen. Fürs Erste, also in dieser Saison ist da nichts geplant. Ich werde schon wieder meine Qualifyings erleben, wo ich leider etwas zu weit hinten starte. Und dann werde ich wieder ein frisches Teil in die Hand nehmen. Das Freitraining in Australien, wenn man denn auf Standard fährt, ist einfach die beste Referenz für, ja, welches Teil nutze ich am schnellsten ab. Das ist weiterhin ganz klar die MGUH. Turbolader auch noch ganz vorne dabei, den haben wir ja damals als Erstes ausgebaut. In Sachen Strapazierfähigkeit. Ja, und die Steuerelektronik ist weiterhin am unwichtigsten. Ja, jetzt jede Runde schnell fahren. Keine Wolke am Himmel, die Sonne steht schön, wenn auch etwas tief. Wobei. Hab wieder zugemacht. Und gleich mal einen Gang verhauen. Und die Kurve. Aber noch gerettet. Aber deutlich Zeit verloren. Vielleicht kann ich da noch was reißen. Komm wieder zu weit nach außen. Gute 18 Rückstand. Und selbstverständlich fahren wir auf Standard. Knappe halbe Sekunde Rückstand. Das kann auch was werden. Na, 2000. Zu viel Schwung geholt. Knappe Viertelsekunde Rückstand. Schädel genau erwischt. Aber außen zu viel. Hohoho. Hey. Kein Totalschaden, deswegen darf ich die Rückblende hier sofort reinschmeißen. Ich warte auf Gang 8. Und wieder steht die MFA anders. Da, jetzt ist sie auch wieder weg. Zeit wird so nichts mehr. Man kann die Runde hier sehr schnell verhauen. Da heißt es aufpassen. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Schon wieder der vierte Gang. Was will ich denn damit? Schön da den Randstein mitgenommen, auch außen schön. Hm, hier etwas weit gefahren. Was? Dieser Schlingel. Auf Lilas, Fahrer vor mir. Carlos liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,28,2. 28,2, der da vorhin 28,4 gehabt auf Routen, oder? Also 1,28,4, ja, Reifen weiß ich gerade gar nicht. Hm, 2000. Auch 2000. Oh, knapper Vorsprung zeitlich. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Zweitinnern gefahren. Also, ich habe den Wagen nicht links auf der Strecke platziert beim Anbremsen.
Auch anders gesagt, zu weit innen angebremst. Zu weit innen gefahren. Oh Mann, Kacke. Viertelsekunde Rückstand. Wir haben noch Benzin. Noch mehr mitgenommen, auch wieder Wagen umkommen. Mit 10 Rückstand, ich muss ja noch. Ja, etwas Vorsprung aufbauen für den Fall der Fälle. Knappe Zehntel vorne auf. Relativ gut erwischt. Hier habe ich vorhin einiges liegen gelassen. Okay, die Runde wird's. Damit haben wir 30 Punkte. Genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Vorletzte Runde nochmal auf Grün, dann haben wir bestenfalls 50 zusammen. Tick zu weit außen gewesen in der Kurve. Dafür hier gerade schön rumgekommen, die Linkskurve. Nicht zu weit außen. Schade, kommt der Wagen etwas rum. Viertelsekunde Vorlauf. Aber schön, dass alle Teile bei der Verbesserung nicht fehlgeschlagen sind. Freut mich. Etwas zu weit. Mist. Kostet wieder gut Zeit. Aber noch genug Vorlauf. Okay. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Hat mir nicht gefallen, die Anfahrt. Auch wenn sie relativ schnell war. Im Vergleich zu den Runden davor. Den kann ich ja vergessen. Der ist zu niedrig. Update, beste Runde. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 29. 29 noch. Ja, so wird das nichts gegen Science. Und dabei kann ich gar nicht sagen, ich habe einen alten Motor drin. Nee. Bin einfach noch nicht gut genug gefahren. Und klar, der Reifenunterschied ist noch da, aber da muss ich noch ran. Die Runde kann ich vergessen. Die halbe Sekunde kriege ich nicht mehr. Sie aber noch zu Ende. Start ist Teamkollege. Carlos ist auf P3. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,28,2. Damit war ich jetzt zufrieden. Brauchte ich meine ganze Spur schneller. Na, Scheitel wieder etwas verfehlt. Also Science ist nahezu noch drin, schaut mal, halbe Sekunde gefunden. Und das schon mit roten Reifen. Schade, dass kein komplett gleiches Rennwochenende stattfindet, also auf gleichen Bedingungen. Alles auf trocken.
sind nun mal die Standardbedingungen, aber ich freue mich schon auf das leicht nasse Rennen. Wurde auch mal wieder Zeit. Jetzt wird außen angefahren. Gut Zeit verloren, locker mal 2 Zehntel. Carlos ist auf P5. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Zwei Länder hat der Wagen wieder ausgeschlagen. Gehen Sie weg. Okay, also eine 28er muss ja mit den Lilas. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt schon eine halbe Sekunde mal einfach so gefunden habe, dann mit den Lilas auf jeden Fall. Wer ist Spezialgast? Ehrengast? Was für ein U. Die erste und letzte Runde. Ja. Runde 3 war die schnellste und ja, Runde 2, 3 und 4 waren relativ nah beieinander. Sektor 1 und 2 kommt hoffentlich jetzt. Genau, Setup passt soweit. Alles fertig. Damit werden wir das Rennen bestreiten wollen. Will ich das Rennen bestreiten? Van Dorn aktuell hinter uns. Ich bleib mal am Standard. Kommt wer an? Ganz schön düster geworden, so tief wie die Sonne steht. Mit den ganzen Bäumen hast du da ganz schön viel dunkle Schatten. Gibt's eigentlich auch helle Schatten? Es gibt auf jeden Fall nicht ganz so helle Schatten. Das hinter uns ist noch einer, den werde ich noch vorbeilassen. Renault und zum Red Bull. Dafür gelbe Flaggen gezeigt bekommen. Ich wollte einfach nur nett sein und die Schnallen vorbeilassen, so wie man es macht, wenn man gerade auf der Outlap ist. Oder wie man es gut machen kann. Oder man fährt einfach die Outlap voll am Limit. Dann kommen die einem nicht so nah. Da ich die ganze Zeit auf Stand gefahren bin, wäre jetzt auch wieder Standard schön. Wenn ich das durchziehen könnte und trotzdem Lila bekomme, hätten wir eine gute Referenz, was da die Abnutzung angeht. Keiner kommt aus der Box. Schön. Zwei Länder kommt der Wagen ganz schön rum. War noch relativ schnell, aber sauber durchfahren hätte es mir Zeit gebracht. Müsste da ganz klar Geschwindigkeit rausnehmen. Mann, schade. Gerade fahren wir bloß gegen die grüne Zeit. Gleich sind wir wieder im grünen Bereich. Ich fahre die Reifen noch nicht wirklich aus, merke ich gerade. Grün sollten wir bekommen, da muss aber mehr kommen. Dass die Reifen hier einen Grip bieten, dabei war ich jetzt überhaupt nicht am Limit.
hier bieten die deutlich mehr Grip. So wie ich da jetzt rausfahren konnte, im Vergleich zu vorhin mit den roten. Deutlicher Unterschied. So, die nächste Runde muss auf jeden Fall besser werden. Die Ausfahrt ist auf jeden Fall schon mal besser als letzte Runde. Wir kommen nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. 60.000 Rückstand. Jetzt auch Sektor 1 bekommen. Immerhin weiteres Teamziel, das letzte. Sektor 2 war ja letzte Runde dran. Hier kann ich auch noch später bremsen. 14. Vorlauf. Ah, 2000, scheiße. Knappes Zehntelchen Vorsprung. In die Box, oder? Ja. Mist, so weit in. Ah, die Zeit wird immerhin grün, aber lila, haben wir gleich das Erfolg. Wir haben unsere primäre Zielzeit erreicht, das ist erfreulich. Auch wieder ganz schön den Wagen abgehoben. Abheben lassen. Dass ich da noch ans Zeit verliere. Hier auch zu spät rein. Nach auf Lilo-Kurs, aber auch nur noch. Der Rest der Runde muss besser werden, ansonsten wird das nix. Etwas zu langsam runtergeschalten. Ich kann immer noch etwas später gebremst werden. 2 Zehntel Vorlauf, aber es wird weniger mit dem Ausgang. Gleich ist der Vorsprung weg. Voll am Limiter, beinahe ins Kies gekommen, aber genau richtig. Nein, der erste Gang, scheiße, das war's. Oder? Auf Fett will ich jetzt nicht gehen. Nee, das schaffen wir noch. Oh Mann, ich dachte, damit wär's gewesen, aber 1,27 jetzt schon gehabt. Zurück, dann sehen wir uns die Daten an. Bisher alles auf Standard gefahren, also mal ganz kurz auf Maya. Haben wir gerade ein richtig gutes Bild von der Abnutzung der einzelnen Teile. Also wenn ich dann irgendwann nochmal den Drang verspüre, bei der Strapazierfähigkeit nachzulegen, beim Toro Rosso, weiß ich mit diesem freien Training erstmal, wo ich da ansetzen muss. MGUH und dann Turbolader. Dann kommt auch schon gleich der Verbrennungsmotor. Status Teamkollege. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 28,2. Und wir 8 Zehntel voran. Werde ich mir die Zeit gleich mal notieren und mal gucken, ob ich dann nochmal die Zeit aus dem letzten freien Training aus der Saison 2 finde. Ob ich da was notiert habe. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Vier.
So, Saison 2, 27,4 jetzt. Da Australien, da war es eine 28,8 und Sainz 28,6. Okay. Können wir gleich nochmal die drei Runden sehen, das ist schön. .78 ist notiert, eine 29,0, 28,8, 28, fast 8,7. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,27,4. 23,6, 23,5, 23,7, da habe ich meinen schlechtesten zweiten Sektor erwischt in der zweiten Runde. Und trotz diesem ersten Gang, dieses ersten Gangs, Bestzeit, persönliche Bestzeit im letzten Sektor. 35,6, 35,5, 34,9. Fein. Schade, ey. 255 von 305 Ressourcenpunkten. Da fehlen mir die ganzen 50 beim Benzinsparen. T3 kommt ja noch. Qualifying trocken, Rennen nass. Der Teamkollege? Immer noch 28,2, ja. Also hat er sich um 0,4 im Vergleich zur letzten Saison verbessert. Ist das das, was der Wagen schneller geworden ist im Vergleich zur letzten Saison? Weiß nicht. Kommt mir etwas wenig vor. Aber kann ich eben schlecht einschätzen. Gut. Dann war's das. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Räikkönen, Bottas und Lewis Hamilton. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Das Setup werden wir dann im Qualifying kontrollieren. Teile werden nämlich gewechselt. Mit dem werde ich das Rennen so angehen. Ja, wir stehen auf der 8, Carlos Sainz auf der 12. Viele Ressourcenpunkte im freien Training gesammelt, nachdem wir zuvor sehr viele ausgegeben haben. Wirklich sehr schön, dass alles funktioniert hat. Und wie jetzt schön im Vergleich zu Haas überhaupt dastehen. Das Entwickeln des Wagens ist einfach ungemein befriedigender als noch im Vorgänger. Dann heißt es jetzt noch so weit nach vorne im Qualifying wie nur irgendwie möglich, denn zumindest laut Vorhersage soll es beim Start regnen, also müssen wir nicht mit den Q2-Reifen an den Start gehen. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.